Wir warten, bis hochsteckt. Die können, glaube ich, nichts machen. Geh mal weg. Oh, Jungs. Das ist der Mann fürs Leben. Bei irgendjemandem, ja, der es in der Hand hat, Weihnachten nicht entspannt und verfressen ist, der macht ein bisschen was falsch. Sind wir mal... It really is. Can you feel it, baby? PC giveaway. Danke, Baby, die freuen sich. Guten Morgen, Mocket, was geht, lieber, Baby? Lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir, dass Metaschi seinen geilen behaarten Bauch zeigt und ihn so richtig geil wackelt. Bitte geht dieser Wunsch in Erfüllung. Oh Baby M-E-T-A-S-H-I, ich bin zwar ein Mann, aber lass ein Kind machen, Kappa. Dir und deinen Lieben ein frohes Fest. Mein Junge, wenn ich schon aussehe wie der Weihnachtsmann, muss ich mich auch um seine verfickten Wünsche kümmern. Halls of Attunement. Digga, an der Stelle, ich möchte einmal ganz kurz einen Shoutout raushauen. Der Tank, Gore Dustuf. Digga, das war der unsympathischste, unfreundlichste und dreckigste... Oh mein Gott! Kennt ihr diese Leute, die beim Zocken so krank von sich überzeugt sind, dass die während des Pulls die ganze Zeit am Flamen sind? Digga, ich frage mich, ob der mit seinen Händen und mit seinem Schwanz gespielt hat. Digga, der hat gepullt und nebenbei, ey, du Missgeburt, mach das mal anders. Ey, warum bist du so weit hinten? Beleidig deine Mutter, aber spielt nebenbei. Digga, ich hab ihm direkt danach angeschrieben, hab gesagt, Digga, was bist du eigentlich für ein Opfer, Alter, holy shit. Ich meine, der Tank war krank, er hat den Key gut in Time gespielt, aber ein Spongo war trotzdem. Eieieiei. Und wem im Chat soll ich bei Frauen helfen? Die schlafen mit ihren Tanten. Bitte mach das nie wieder an. Selbst die Nippel meiner Tante sind vor Kringe nach Frankreich geflogen. M4FELOSUSZUPS. Home, baby, music's all better when you hold it. Könnt ihr bitte nicht followen, wenn ich da auf diesen Dings... Oh Mann, Digga. Könnt ihr bitte nicht followen, wenn ich gerade am Rumspringen bin? Spielverzögerung von meinen... Guck mal, wie viele Leute da hinten stehen, die haben schon gar... Digga, das ist meine Community in a nutshell. Die sind so blöd, die haben gar nicht gerallt, dass ich da schon lange weg bin. Und gucken immer noch im Kreis und gucken sich nebenbei an. Heieiei, so, bitte nimm dein Gold. Oh, Dogshef, Baby. Ja, du läufst an mir vorbei. Trade that motherfucker. Wir haben 1, 1, 1, 3, 8, 2, 5. Digga, das ist so viel Gold, dass das Fenster sich verschoben hat. An der Stelle, Odoxev, Gratulation zu deinen über 1,1 Millionen Gold auf Nacken. Jungs, das Gold ist weg, er hat es bekommen. Ich habe nur noch 87 Silber auf dem Server. Gratulation an der Stelle, Mann, du hast es verdient. Wenn ich den schaffen würde, wird er mir nichts bringen, weil ich habe den schon noch. Digga, aua. Oh Gott. Alter, ich habe heute 2 Shop-Mounts vergönnt, 2 Pets und einen 3000-Euro-Rechner. Soll ich noch irgendwie Arsch geben? Hast du die Mounts nicht selber geschenkt gekriegt oder irgendwie so ergaunert oder so? War das? Ich kaufe die! Ich grüße auf jeden Fall alle Mädels hier im Chat. Wenn ich das schon wieder höre. Hast du die Geste gesehen? Junge, wenn ich das schon... Ich grüße mal alle Mädels hier im Chat. Hier sind 3000 Leute im Chat. Davon sind 15 Mädchen. Und 2985 sind verschwitzte Jorgos, die einen Rechner haben wollen. Die riechen wie du. Und die brauchen dann auch noch einen PC, damit sie noch besser riechen. Ich weiß es nicht. Ja. Und übermorgen gibt es eine Pute. Wie hört sich das an? Könnt ihr mal bitte aufhören, in den Chat Poggers zu machen? Poggers? Das ist ja, wo hör mal, da träumen Leute hier. Du verkaufst den Leuten das so, als wärst du Rita Melzer. Ja, aber bin ich doch fast. Junge, wenn meine Mutter eine Pute macht, wisst ihr, was es ist? Du piekst da rein, das Ding macht und läuft weg. Junge, meine Mutter hat schon 2-mal an Weihnachten hintereinander eine rohe Pute auf den Tisch gebracht. Ich hab halt die ist weggelaufen. Nur für Kinder, auch für Tiere. Was soll ich machen? Ich kann die gar nicht so, ich weiß es nicht. Digga, das Essen ist weggelaufen. Ohne Spaß, du hast da reingepiekst. Hast du den Leuten mal erzählt, welchen Film wir heute gucken? Bratanos, Bratoros, Braturos? Junge. Ja, wir haben ja abgestimmt. Ja, Fluch der Karibik, fremde Gezeiten. Schön mit deiner Familie. Ich wollte ja eigentlich Herr der Ringe gucken. Wolltest du bis zu eine... Dass du mich hier immer in Szene setzt. Ich hasse das. Meine Mutter
Wir haben gestern abgestimmt, welche Filme wir gucken. Ja? Dann hat sie das komplette Votum gekippt, ja? Wie bei den Preferiti im Vatikan. Sie hat das Ding gekippt. Dann kommt ihr Film ran, den, für den sie gestimmt hat. Dann sagt mein Bruder ihr, wie lange der Film eigentlich geht, den sie gucken will. Sie sagt, oh nee, das passt nicht in meine Planung rein. Und dann dürfen wir uns... Das ist doch nicht in mein Zeitfenster, Junge. Ich hab zu tun. Ich bin Mutter. Ich bin Hausherrin. Was soll ich denn machen? Soll ich mir einen 7-Stunden-Movie kloppen oder was? Das geht nicht. An alle Menschen im Chat. Macht mal ein Plus in den Chat. Wenn... Alle guten Filme mindestens 2 Stunden gehen. Mindestens. Hast du mir gestern nicht gesagt, es gibt keinen drunter. Ich habe gesagt, es gibt keinen drunter. Die ganzen guten Filme gehen 2,5, 2,40, 2,26. Immer. Denk allein an Interstellar. 2 Stunden 47. Der Patriot. 2 Stunden 97. Ja, Schäffelein. Aber heute ist auch nicht Movie Night. Heute ist Weihnachten. Also es ist mal völlig Wumpe. König der Löwen. Digga, zum Glück haben die Mufasa da runterfallen lassen. Ich musste leider ganz kurz meine Zeit etwas anderweitig nutzen, weil ich kam von meiner Freundin nach Hause und ich weiß nicht, wie ich es schön sagen könnte. Also sag ich es mal nicht schön, okay? Ich bin nach Hause gekommen und ich schwöre euch, ich musste erstmal ein bisschen Pokerface. Weißt du, ich meine so ein bisschen Pokerface. Freundin, kurz ihre Geschenke mitgenommen. Digga, ich bin auf Toilette gegangen. Bei Gott, ich habe den Inhalt einer LKW-Ladung geschissen. Digga, die Toilette ist unter mir fast zusammengebrochen, okay? Die Brille, wo ich drauf saß, die wurde schon so schwummerig. Weißt du, ich meine, ich bin schon fast ein bisschen geslidet. Digga, ich habe legit eine Tonne geschissen. Ich weiß nicht, woher es kam, was ich alles die letzten Tage in mich reingeschoben habe. Aber Junge, das war absolut widerwärtig.